Hallo Leute, kleine Info vorweg, bevor das Video jetzt hier losgeht. Ich habe eigentlich für jetzt gerade angekündigt, dass das Video online kommt, wo ich das Starpark-Paket aufmache, was sich jetzt gerade noch auf dem Weg zu mir befindet. Ja, ihr habt richtig gehört, das Starpark-Paket ist noch nicht da. Original, 12 Minuten nachdem mein Video gestern online gegangen ist, habe ich eine E-Mail bekommen. Es tut uns leid, ihr DHL-Paket verspätet sich. Hallo Kevin, ursprünglich sollte ihr DHL-Paket heute ankommen, bla 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 bla. Voraussichtliche Lieferung 1 bis 2 Werktage. Und jetzt ist die voraussichtliche Zustellung der 16.04.2022. Das heißt Leute, das Starpark-Paket Opening verschiebt sich auf den 16.04. Eine Uhrzeit kann ich euch noch nicht sagen, weil ich nicht weiß, wann das Paket jetzt am 16.04. kommt. Ich hoffe überhaupt, dass es dann am 16.04. kommt, weil am Sonntag kann es sich zugestellt werden, am Montag kann es sich zugestellt werden und am Dienstag ist schon der 19.04. Also drückt alle die Daumen und hofft mit mir, dass das Paket am Samstag dann kommt. Wie gesagt, Video kommt dann hoffentlich am Samstag, den 16.04. auf meinem Kanal online. Ich kann euch immer noch nicht sagen, wie viel Uhr. Und in dem heutigen Video stelle ich euch dafür auch etwas extrem Geiles vor. Und zwar, was alles Ostersonntag und Ostermontag in Brawl Stars passieren wird. Bau dir dein eigenes Danita-Case. Wähle deinen Namen, deine Spieler-ID und das passende Abzeichen aus und werde offizielles Mitglied von Team Danita auf www.merchbase.de/danita. Trage jetzt bei dir im Brawl Stars Shop Creator-Code Lukas ein, um ihn kostenlos zu supporten. Alle 7 Tage musst du den Code neu eingeben. Jo Leute, was geht? Und damit ein herzliches Willkommen zu einem Brawl Stars Video hier auf meinem Kanal, Freunde. Ja, und Leute, ich habe heute wieder ein richtig geiles Video für euch vorbereitet. Und zwar stelle ich euch heute vor, was wir alles Ostersonntag und Ostermontag sehr wahrscheinlich im Brawl Stars erwarten können. Ihr wisst es, Freunde, schneidet euch gerne an, holt euch ein bisschen Popcorn bzw. den ein oder anderen Schoko-Osterhasen, gönnt euch dieses Video, gebt auf jeden Fall einen Daumen nach oben, macht ihr auf diesem Video mal die 6000 Daumen nach oben voll, abonniert auch gerne kostenlos den Kanal und aktiviert die kleine Glocke, um kein neues Video mehr zu verpassen. Checkt auch gerne meine 2 anderen Kanäle aus, einmal den Kevin Light Kanal, dort gibt es jeden Tag ein Reaction-Video und den Kevin Spielt Kanal, dort gibt es jeden Tag ein Gaming-Video, was nicht Brawl Stars ist. Und jetzt die letzten 2 Sachen. Ab Montag um 10 Uhr, also am 18.04. an Ostermontag, startet der 24-Stunden-Livestream. Ich werde 24 Stunden bis zum 19.04. 10 Uhr streamen. Wir werden gucken, ob etwas dann um 10 Uhr im geheimen Brawl Stars Livestream passiert. Schaltet alle ein, das Programm wird echt heftig. Und wie ihr es auch schon wisst, Freunde, morgen ist es soweit. Ab 14 Uhr auf merchbase.de/dermerch kommen die exklusiven Damage Handyhüllen raus, die streng limitiert sind auf 1000 Stück. Es gibt über 200 Handymodelle. Und ich denke auch mal, dein Handymodell wird mit dabei sein. Morgen erhältlich, streng limitiert, seid schnell. So Leute, jetzt geht es los. Erstmal mit ein paar Infos. Und zwar, was wir eigentlich am 17.04. hätten erwarten sollen. Und zwar den Häschen Grom-Skin. Den Häschen Grom-Skin, der wurde angekündigt. Ihr seht es jetzt hier nochmal hinter mir in dem Video von Lukas. Und zwar sollte der Skin eigentlich am 17.04. erst kommen. Aber nicht nur ich, sondern auch extrem viele andere Spieler konnten den Grom-Skin tatsächlich schon früher kaufen. Ja, das war tatsächlich direkt, als das Update ins Spiel gekommen ist. Also schon vor über einem Monat. Und das ist schon echt krass. Aber jetzt geht es einfach mal weiter. Was können wir ebenfalls erwarten? Wir, denke ich mal, bekommen extrem krasse Oster-Sonderangebote. Auf die bin ich schon extrem, extrem gehypt. Ich werde auch am Sonntag, also am 17.04. ab 8 Uhr wieder live sein. Und wir werden auf 9 Uhr bzw. auf 10 Uhr auf den neuen Shop warten. Und dann einfach mal schauen, was wir für Angebote bekommen und die natürlich dann auch alle leer kaufen. Vielleicht könnt ihr euch ja an den Weihnachtsshop erinnern. Da seht ihr jetzt auch hier hinter mir mal einfach mal ein bisschen Gameplay von Lukas eingeblendet. Auch dieser Weihnachtsshop war extrem, extrem krass. Wir haben so unglaublich viele Sachen im Shop drin gehabt. Aber das ist nicht der einzige Shop. Es gibt immer mal wieder extrem krasse Shops. Der Weihnachtsshop ist natürlich immer sehr besonders. Aber es gab auch den Cyberwoche-Shop, den seht ihr jetzt auch nochmal hinter mir eingeblendet. Ja, der gute Lukas, der kauft immer die ganzen Shops leer. Natürlich ganz wichtig, Freunde, wenn ihr euch etwas dann von den Sonderangeboten kauft, tragt auf jeden Fall Creator Code Lukas bei euch kostenlos im Shop ein.
würde Lukas sehr freuen. Und ihr wisst es, auf der Nita Ehrenbruder Basis supporte ich ihn da auch ein bisschen. Und auch an der Cyberwoche gab es extrem krasse Angebote. Ihr wisst es ja, es gibt immer mal wieder, vor allem zu solchen Special-Tagen, immer sehr coole Angebote, immer sehr coole Sonderangebote im Shop. Thema Gratis-Pins habe ich eine extrem coole Sache. Und zwar kann ich mir auch gut vorstellen, dass wir vielleicht alle einen Gratis-Osterpin oder allgemein ein Gratis-Geschenk auch im Shop drin bekommen. Aber jetzt kaufen wir uns erstmal ganz kurz den Efeu-Banditen Bellskin. So, da seht ihr es, Freunde. Und jetzt kommt gleich eine extrem krasse Sache. Und zwar exklusive Skin-Pins. Oh mein Gott, da mache ich mir direkt einfach mal einen Screenshot von. Das ist natürlich extrem, extrem krass. Hier einfach mal insgesamt 7 Gratis-Skins bekommen. Also die nehme ich natürlich dann gerne mit. Und ich vermute auch, dass wir an Ostern vielleicht die eine oder andere Gratis-Sache hier im Shop bekommen. Sei es irgendwie Gratis-Pins, passend zu Ostern. Oder auch etwas Krasseres. Denn, ich habe es ja bereits erwähnt, der Häschen-Grom-Skin, der ist durch einen Bug schon früh erhältlich gewesen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass als Entschädigung, beziehungsweise als kleine Entschuldigung, dass Supercell einfach mal Gratis-Skins in den Shop reinbringen. Vielleicht ein Gratis-Oster-Skin. Das wäre auf jeden Fall extrem, extrem geil. Würde ich mega, mega abfeiern. Es gibt hier so ein paar echt coole Update-Ideen. Und zwar einmal zum Beispiel diesen Chicken-Crow-Skin, den ich persönlich extrem geil finde. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr den auch feiert. Oder den Leon-Hase-Skin, den finde ich auch extrem cool. Das sind hier 2 Update-Ideen. Oder vielleicht habt ihr ja noch die ganzen Eier-Skins im Shop. Und zwar einmal den Egg-Pam-Skin, da seht ihr jetzt hier nochmal ganz kurz die Unlock-Animation. Den Egg-Pam-Skin finde ich auch extrem geil. Kam es ja leider noch nicht ins Spiel rein. Aber auch den würde ich extrem feiern und würde halt perfekt zu Ostern passen. Oder den Egg-Ams Supercell-Make-Skin. Der hat zwar leider nicht gewonnen, aber wäre auch perfekt eigentlich für Ostern geeignet. Aber das ist immer noch nicht alles, was ich an Ostern erwarten würde. Ebenfalls kann ich mir gut vorstellen, dass wir vielleicht einfach eine coole Oster-Challenge auch hier bei uns reinbekommen. Aktuell ist hier noch keine Oster-Challenge drin, aber so wie wir Supercell kennen, die bringen ja öfter mal einfach random Challenges. Auch hier seht ihr mal wieder ein paar Challenges eingeblendet. Einfach mal die April-Challenge. Die war zwar nicht ganz random, aber wurde auch relativ kurzzeitig vorher angekündigt. Die April-Challenge war auch extrem geil. Ich habe sie leider nicht gespielt, weil ich da das Wochenende in Köln war, bei dem Trimax-Box-Kampf. Aber auch sowas kann ich mir gut vorstellen, dass wir hier an Ostern eine Oster-Challenge bekommen, wo man dann vielleicht am Ende einen Gratis-Pin erspielen kann, wenn wir den nicht gratis im Shop bekommen. Oder auch einen Gratis-Skin. Wäre auf jeden Fall mega geil. Ja, Freunde, das wäre es an sich mit den ganzen Sachen, die ich mir an Ostern vorstellen könnte. Checkt die Videos aus Zancard aus und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, haut rein und ciao, ciao. You better believe it. Just take a bite.